Hi. Multipod. Wird gestartet? So, wir sind jeden Moment online. Ich warte darauf, dass die Zuschauer etwas sehen. Ich warte darauf, bis hier oben steht, Streamzustand in Ordnung. Inhalte werden empfangen. So, wir legen los. Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Livestreams von The Forest. Wieder an Bord, meine Freunde, Lights Bittersweet 99. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. So. Wenn ihr heute Kommentare macht, müsst ihr mal ein paar Sekunden warten. Ich habe aufgrund meiner etwas schlechteren Leitung mal eingestellt, dass ich eine 30 Sekunden Verzögerung drauf habe. Und dadurch sollte es jetzt auch, ich habe jetzt das Ganze auf 2000 Kilobit gesetzt, das sollte etwas flüssiger laufen. Und wir haben auch schon den ersten Zuschauer. Hallo. So, also bei mir ist alles da. Ich werde das Ganze jetzt gleich mal noch auf Facebook teilen. So, YouTube Gaming. Genau. So. Und dann wünsche ich viel Spaß beim Zuschauen. Fragen könnt ihr gerne über den Live-Chat stellen. Ich habe den hier auf dem Secondary Screen offen. Das ist alles kein Problem. Die werden sofort beantwortet, entweder mit meiner Sprache oder halt mit Textnachrichten. So, was machen wir heute? Ah, sorry. War mein Dings. So, ich habe dir hier mal so einen komischen Garten gebaut. Ist es eigentlich früh oder abends? Es ist anscheinend, glaube ich, abends, oder? Warte mal. Hä, wieso kann ich am Unterschlupf nicht schlafen? Und also mein Nachtzimmer ist ausgegraut. Aber ich glaube, es wird dunkler. So. In der Dunkelheit können wir mal ein bisschen Steine sammeln gehen. Falls man mich irgendwie schlecht verstehen sollte oder falls jemand Einwände frage. Kritik oder Belobigungen oder wie auch immer, bin ich gerne für alles bereit. Hauptsache, man kriegt ein bisschen Feedback. Und ich sehe schon wieder, dass YouTube eine schwache Videoausgabe hat. Das sollte sich aber gleich widerlegen, da ich ja heute Präventivmaßnahmen erfasst habe, dass es mir nicht dauernd ruckelt. Wo bist du eigentlich?
Ich bin. Ja, hier bin ich. Hallo. Das ist mal Feuerzeug. Ja. Ich würde sagen, wir streamen heute auch wieder 2 Stunden. Das ist kurz vor um 8. Falls ich spontan Lust habe, wenn es heute noch länger zu machen, können wir das natürlich auch noch ein bisschen verlängern. Ich habe alle Zeit der Welt. Noch gar nicht schlafen. Es kommt hier einfach mit dem Baumstamm rein, ich weiß es nicht. Wir brauchen noch 16 Steine. Aber die liegen ja hier nur wirklich rum wie Sand am Meer. Fällt kurz auf, ich sollte mal was essen. Weiß ich nicht, die lachen hier beim Hausbauen da. Scheiße, hast du noch was zu essen? 2 Zuschauer, hallo, 2 Zuschauer. Ich bin nämlich schon fast tot. Ich hab dir ja meine letzte Medizin gegeben. Ich sitze hier mit unserem Kamin aus. Ist der schon einsatzbereit? Noch nicht ganz. Ich habe jetzt 5 Steine. 3 von 3. Oh, das sieht gut aus. Muss man da drin jetzt auch noch einen Feuerwagen? Wir brauchen ein Lagerfeuer. Komm mit ans Lagerfeuer. Das Lager. Ja, bin ich. Niedrige Energie ist etwas oder ruh dich aus. Oh, ein Stück Fleisch ist da drin. Das ist das überhaupt, was das da ist? Fisch. Ja, irgendwie war ich nämlich kaum satt. Naja, du warst halt mit deinem Fisch. Ey! Ich hab gehört, brennen soll nicht so gesund sein.
Nö, auf gar keinen Fall, ja. Danke. Als Braut hattest du auch Hunger? Ja. Wieso hast du mir das nicht gesagt? Sind ja die gleichen Leute wie gestern da, das gefällt mir. So. Weißt du, manchmal in der Nähe, wo mein Laptop liegt, deck mich mal kurz. Ich muss mal kurz was holen. Ich habe nämlich gerade absolut keinen Bock, jedes Mal auf den Desktop zu gehen, um das zu machen. Ich könnte einfach einen Laptop anmachen und dort. Deck mich mal. So, da haben wir hier dieses feine Laptop-Gerät hier. Das ist auch gleich einsatzbereit. So, jetzt tun wir mal die wichtigen Sachen mal weg. Jo. Gegner? Ich sehe keinen. So. Herr Pfeiffer wieder an Bord. So, dann kann ich ja hier so. Wir können weiterspielen, ich bin multitaskingfähig. Ich muss bloß kurz wechseln, den Kanal wechseln. Genau. Warte mal, ich habe so gut wie kein Leben mehr, ich konnte das nicht riskieren. Hab Angst. Wo ist der? Er rennt hier unten euch rum. So. Deine aktuellen Livestreams, mein Kanal. Creator Studio. Das ist noch nicht Vorbereitung, das war spontan Livestream. Er mag mich. Alle mögen mich. Magst du mich auch? Achso, ja, das wusste ich. So, Streamzustand ist auf dem Laptop offen. Damit kann ich das zumachen und mir hier mal meine Übersicht groß machen.
So, ab jetzt kann man die Antworten hier im Text per Laptop verfassen. Das ist ja mal cool. So. Jetzt ist meine Flamme ausgegangen. Ja, die Flamme geht euch noch mal aus. Wollen wir mal schlafen gehen? Ja, und werden hier rumgeistert. Da neben uns, da hinten. Da ist er, die Sau. Hä? Hier ist er. Hier. Wie viel Leben hast du noch? Ich muss mich zurückziehen, ich bin fast am Sterben. Bist du das? Das sind Svea. Ey. Habt ihr alle Schädel durchkennt? Geh mal weg. Hab ja was Langes, Dünnes. Ich glaube, ich habe den mit dem Zaun ausgeschlagen. Da lag vorne schon der Zaun drin. Wieso? Darum, weil dann weniger Knochen rauskriegen. Wir haben hier so Blitz, oder? Hast mich gehauen. Ja, ich bin natürlich übrigens. Hau! Hau da! Geht's? Ich nehme da. Jetzt sieht's so kritisch aus. Aber mir sieht's anders dann kritisch aus. Kann man sich nicht irgendwie was zusammenstellen?
Ich habe da drüben vorne irgendwelche Pflanzen angepflanzt, aber ich weiß nicht, ob die irgendwas brauchen. Angepflanzt? Ja. Wir sollten jetzt erstmal runter machen und mein Zeug sammeln hier. So, nächste Aufgabe, um uns ein bisschen abzusichern. Also ein bisschen neutral im Haus. Wir brauchen noch zwei Stöcke und ein Seil. Und hier brauchen wir auch noch zwei Stöcke und ein Seil. Kleines Fleischstück gesammelt. Was ist das? So. Das ist ein Katapult und das ist so eine Falle. Falls die uns vors Haus lautschen, das klappt die dann zu. Oh nein, mein Seil, das kannst du auch hier noch mit einbauen. Es braucht beides ein Seil, wir kriegen dann die neuen Pfoten. Wie macht man so einen Stöcken? Mit zwei Stöcken. So, C. Ich bin kurz vorm Sterben übrigens, weil ich mal angeweicht habe, dass du lachst. Wie kann man die eigentlich so einen Sperr verbessern? Verbesserter Speer, zwei Knochen und zwei Tücher. Ich habe bloß aber keine Knochen mehr, aber kriege ich die her, diese Knochen? Also mal als längerfristiges Projekt. Da war ich doch lieber meine ganz normale.
keine grundlegende Wand. Ja. Essen. Hä, wo ist jetzt das? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Es gab doch mal noch so eine andere Wand. Die Verteidigungswand, genau. So, 113 Baumstämme brauchen wir. Siehst du es? Gerade unten noch mal geholt, frisches Holz. Zwei Stöcke brauchen wir noch. Kommst du eigentlich mal mit oder? Dreist du so feines? Ich bin 20 Jahre jung.
Was? Da kommt was? Wo? Da kommt was, habe ich gesagt. Wo denn? Ja. Oh. Hock 2, was? Fünf Zuschauer? Ey, das kann doch nicht sein. Ja, das kann alles sein. Hallo? Ja. Ich riss bei den Speer. Nettes. Warum halt da hoch? Hat halt gerade mal Bock. Ich hol mal den Stolper raus. Das Problem ist, dieses Kackding, das macht null Schaden. Ja, Hauptsache, das schlägt mich wieder. Danke. Bist du jetzt tot? Ich verpiss mich auch mal ganz gekönnt. Wohin? Ins Wasser. Ich dachte, das ist schön. Weiß ich nicht, wo bist du eigentlich? Im Wasser. Ich hoffe mal, da gibt es keine großartigen Fische. Sechs Zuschauer, das ist ein neuer Rekord. Aber mich war, dass ich den Scheiß anguckt. Hä? Bist du denn hinter mir oder? Ich fürchte bloß, ich weiß, was ein Problem sein könnte mit der Insel da drüben, wo man Floß braucht. Es könnte etwas kalt werden im Wasser. Also dann fällt mir gerade so auf, dass ich absolut nichts zu essen dabei habe. Hä? Ich kann mir nicht mal ins Inventar reinfallen. Kommt die Insel auch irgendjemand näher? Hast du noch irgendwas zu essen? So. Gleich an Land. Weißt du, ja? Das sind aber keine Bauern, das sind Felsen in meinem Leben. Euch eine Bedeutung muss die Insel hier haben. Nein, ich mach keine Trankstreams, da könnt ihr euch sicher sein.
Also die Insel hier ist bestimmt schön als Rückzugsort. Rückzugsort. In Nadine de Brain. Dein Rückzugsort. Was sind das für Buchstaben? So, jetzt haben wir Hirsch, immer noch Käse. Kann man auch Ringelblume essen? Ich hoffe, wir haben wohl nicht. Tatsächlich, das geht da wirklich. Und Eigehöhe ertrinken. Och, das klappt ja auch. Oh, mein Leben fühlt sich wieder auf. Herrlich. Plus durch den Alkohol hat sich auch meine Stamina extrem verringert. Drei Zuschauer. Hier ist ein Vogel, komm her, ich will dich. Danke. Und? Hä? Das sagst du. Das ist jetzt nicht cool. Was, beim Alkohol? Nee, nichts. Beim Wasser, weil mein Wasser ist wieder voll. Den hier? Ja, die. Ja. Der lebt doch noch inne. Aber ich die hau in die Schildkröte. Du kannst auch den Inhalt mitnehmen. Ich will die jetzt hauen. Boah, Dreck! Boah. Ja. Wir waren beim Verrecken. Weil es nämlich kalt wurde. Wir waren jetzt jeden Moment auf hier. Scheiße, machen wir mal zurück. Oder bauen wir mal spontane Feuerchen. Ja. Also ein Stöcke sieht bei mir schlecht aus. Also stehen habe ich noch genug. Ja, ich hab zwei. Aber ich sage, und dreht man jetzt einfach ganz schnell die Rückzugsreise an. Ja, das könnte ja schon unser Tod sein. Hä? Das könnte unser Tod sein. Ja, es ist aber genauso unser Tod, wenn wir hier liegen bleiben. Also die Schildkröte bringt auch zwei Fleisch. Ich habe jetzt vier Stück Fleisch, also das geht dann auch relativ flott. Bist du schon losgeschwommen? Ich war in Richtung des Häuschens einfach mal. Wo ist denn mein Handy eigentlich? Ich brauche mein Handy noch. Oh, ich bin in die falsche Richtung geschwommen.
Was der? Ich bin noch älter. Dann renn hoch. Ich bin noch am Wasser. Die warten wir schieben bloß auf uns. Ich hab doch Feuerzeug, das ist doch bestimmt, das brennt doch auch bestimmt das Wasser rein. Bist du tot? Nee, aber oh, dir war es kalt und du bist nass, aber ein Feuer, um dich zu wärmen. Alles gut bei dir? Langsam wird's eng bei mir, langsam kriege ich den listigen Bildschirm. Wie lange hat man die Zeit, bis der Bildschirm kommt und man erfriert tatsächlich? Was voll solchen Scheiß K. Nee, das kann ich nicht sagen. Das kann ich nicht in einem Livestream sagen. Ich kann halt erstmal mehr rennen. Sie haben mir auch völlig unser Haus entzündet. Kommst du rein? Ja, ich bin drinnen. Und ich komm mit Feuer. Feuer. Ach, da kommt die Hirsche wieder. Ich würde hier mal klopfen. Ich habe auch noch Fleisch. Fällt mir gerade ein. Ich habe 4 Euro Fleisch. Liegt jetzt mal als genug auf dem Grill drauf. Wollen wir jetzt schlafen? Ach, guck mal, was hier alles schön gekocht rumliegt. Siehst du das? Also ich nehme das B. Arm gesammelt. Kleines Fleischstück, ach, das Feuer ist ausgegangen, oder was? Ja. Hä?
Weiß ich nicht. Soll ich mal rausgucken? Hast du den komischen Stolper gebaut? Ja. Die liegen hier überall rum. Wir hätten uns lieber eine Steinmauer bauen sollen. Machen wir jetzt. Schlafen würde ich sagen. Oder erstmal was essen, war vielleicht eine Idee. Du verdurstest, finde etwas zum Trinken. Scheiße, 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 hast du nichts zu trinken hier? Nein. Alkohol. Da liegen noch 3 Stücken Fleisch auf dem Grill. Ich gehe jetzt mit Schlafen. Kommst du jetzt mit Schlafen? Ja. Na, okay, jetzt brauchst du auch nochmal mit Schlafen zu kommen, jetzt wird's hell. Aber speichern kann man wenigstens mal. Okay, dann sag mal bitte, wenn ich diesen hässlichen Zaun hier drin habe. Welchen? Eigentlich durch drauf hauen. Aber dieser hässliche Knochenzahn lässt sich wohl nicht entfernen. Ah, mit der Flugzeugaxt. Ja, schöne Zahlen. Ja, wenigstens rechtlichen Knochen wieder natürlich nicht. Mhm.
Mein Topf ist im Inventar. Ja, was weg. Mein Messer und die Töpfe. Hast du was so ähnlich denkt wie die Töpfe? Hat und Ö in der Mitte. Und A und E am Ende. Also Öpfe passt ja. Ach nee, scheiße, passt doch nicht. Oh, die Landschaft. Also die Bäume scheinen nicht danach zu wachsen. Gehst du über den Fröschen auf den Nerv? So, weil es 5 Nächte überlebt. Da rennt jemand rum. Wo denn? Bei mir. Und das mehr Horror. Taktischer Rückzug. Was ist denn? Ich arbeite mir jetzt, weil ich den halt fortkriege, die Gliedmaßen ab, ja. Akkustand muss auch gleich mal hier gleichen werden.
ich muss mal kurz mein Netzteil holen. So. Ich glaube, ich bin tot. Ich bin tot. Sie scheint gleich Schiss gekriegt zu haben. Am Meer ist man noch immer. Ist gut. Macht man das kooperativ. Die Kuh steht da noch im Topf. Nicht daher wird das MacBook rum. Schade, das haben sie weggemacht. Ach, nicht noch eine Verschalk. Man muss es doch irgendwo noch was geben, wenn man was essen kann. Machen wir ein paar Koffer mal wieder. Und so, dass nämlich nie was mit diesem Flo ist. Das war ja geil, dort hinten auf dem. Auf der Insel ein kleines Ding. Hast du eigentlich heute vorher noch irgendwas zu essen? Also Abendbrotmäßig.
ein Gespräch. Das kann man aufklettern. Ich bin ein bisschen den Strang entlang gelaufen. Hinten ist ein Haus. Ich werde es jetzt mal auf eigene Faust weiter erkunden. Hab eh nicht groß zu verlieren. Im Notfall im Wald gehe ich schnell runter. Da kann ich noch rutschige Feuer bauen. Auch noch ein Boot. Ah, in dem Boot ist noch ein Seil drin. Also wenn du hier mal herkommst, hier für dich wäre also auch ein Seil hier da, weil man findet nochmal alles doppelt. Also den Job, den du nimmst, ist dabei mir trotzdem noch sichtbar. Verstehst du? Hadi! Hier haben wir eine Sorge, wenn ich mir den Bogen dann mal baue. Naja, ist ja überall offene Container. Und da sind Schaltkreise drin. Hier habe ich irgendeine Liste jetzt gefunden. Könnten nehmen wir hier noch nicht drin. So, bauen wir doch mal ein kleines Feuerchen hier. Wie kommst du eigentlich zurecht? Dein Ernst? Ich bin gerade auf mein eigenes Feuer gerannt.
Zurück. Schaffst du das bis heran, nee, oder? Wahrscheinlich, aber ich weiß nicht, wie weit. Scheiße, ey. Dieser Fehler hätte nicht passieren dürfen. Vor allem muss ich da jetzt hin, um mein Zeug zu kriegen, ja? Scheiße. Bambi. Ich höre, du schiebst einen Wagen. Ja. Ich denke, das, was ich mache, ist auch ganz hilfreich. Da entdecken wir nämlich mal die weiteren Regionen. Was machst du? Ich erkunde gerade die ganzen Orte. Das habe ich ja mehrere Seile gerade noch gefunden. Ein paar Schaltplatten und die ganzen, da stand ein Container rum. Kannst du dir dann ja mal in der Nachschau auf dem Livestream mal angucken. So, da hinten sind auch noch, da hinten ist anscheinend eine kleine Siedlung. Ich werde allerdings heute Nacht nicht zurückkommen, ich werde hier nächtigen bleiben. Weil, wenn ich jetzt zurücklaufe, bin ich sicher tot wieder. Danke. So, heute laufe ich aber nicht ins Feuer rein. So. Das geht anscheinend nicht. Okay, also übernächtigen wird hier wohl doch nicht. Ich werde alles geben und versuchen bis zu der Siedlung zu kommen, in der Hoffnung, ich finde dort einfach was. So schnell verhungert man nämlich nicht. Wenn der Durstbalken leer ist, ist es schlimmer.
Also jetzt wird's ganz schön finster. Oh fuck. Oh, das wird dunkel. Ich muss dann eigentlich an der anderen Seite angekommen, wenn wir so schnell wie möglich ein Lochfeuer wollen. Habe ich ja ausprobiert. Du läufst in 50% der Felder rein, was hört aber nicht. Problem ist aber so, dass man einen Stock kommt, die wieder zu reparieren. So, ich muss erstmal wieder verweilen. Also in die Hütten scheint, also in der ersten ist zumindest nicht drin. Eventcenter Stolberg. Hast du schon gesehen?
ans Lager Feuer, was in das Lager Feuer. Noch viel schneller, denn dann wird es zu wild. Stark ins einfach mit. Dum, dum, dum. Soda gesammelt. Ach, an den Kisten irgendwo Soda ist drin. Ne? Warst du da eigentlich in der Dunkelheit, sie fehlt? Ich bin gerade fast auf Ohren. Wo warst du? Ich war im Hotel, aber ich hab's auch eingekippt. Ich war darauf, dass es mal wieder ein bisschen wärmer wird. Weil die ganzen toten Wolle einfach am Strand, das ist genial. Ich bin immer noch heilig. Vier Stück habe ich noch, Zwiff. Zwar bei dir. Ich bin weit, weit weg. Koffer, jawohl. Was ist der? Ich bin tot. Die hat mich durchs Fenster durchgeschlagen. Du bist tot? Ja. Ja, ich kann ja zurückkommen. Dann würde ich dir aber nicht empfehlen in der Nacht. Days hast du denn survived?
schaffst das. Also der Mond geht schon wieder unter. Ich weiß auch nicht, irgendwie sind es auch wieder die gleichen Bilder. Soll ich das mal drunter schreiben? Das ist kein neuer Content. So, gleich sollte es hell werden. Das war klar. Ich bin zwei Leute. So, jetzt portell ich sie wieder los. Ich bemühe mich Richtung Rückenbarke zu kommen. Da war nämlich mal ein Licht, da will ich mal gucken, was das so ist. Weißt du, was man für ein Problem das hat hier in der Region? Dadurch, dass es schneit. Gut, man findet Pilze. Aber dadurch, dass es schneit, muss man sich wahrscheinlich alle paar Meter ein Feuer bauen. Vorbeigehen, auf die witzig. Weißt du, wie weit ich weg bin? Ich wundere, dass der Server noch nicht ruckelt. Ich bin bestimmt mindestens zwei Drache von dir weg. Na klar, so, und hier kommt der erste Zombies.
Da muss auch irgendwo sein, wenn wir Zombies in der Nähe sind. Was muss sein? Da muss auch irgendwas Wichtiges in der Nähe sein, wenn Zombies in der Nähe sind. Scheule, weiß ich nicht. Spinne! Gibt es da irgendwas Interessantes? Langsam wird es enger mit Fahrer machen. Okay, also hier hoch scheint man nicht zu kommen, auf den Berg. Zumindest nicht mit meinem jetzigen Wissensstand. Den Eisbalken runterzukommen, weil jede Minute länger verdünne ich am Meer Oh, verfrieren. Erfrieren. Kann ich nicht aussprechen, mache ich auch nicht. Was hast du? Ich glaube, ich drehe gut leider Rückreise an.
Geben wir nochmal kurz meinen Becher und das Wasser auf. Ich kann den hier einfach nicht mit Wasser füllen. Also von der Kaltregion bin ich weg. Lauberstreu. Oh, jetzt schon wieder Regen. Ich war froh, von der Open World zu sein, ohne mal alle paar Meter auf Feuer machen zu müssen. Hä? Ja, ich bin jetzt da. Also, bist du tot? Da. Ich geh Fische jagen. Kann man die Fische eigentlich töten? Das klappt ja wirklich. Gewisse Leute haben mir da erzählt, es gäbe gewisse Fische, die durften in diesen Teichen gar nicht existieren. Was der? Ein Tier? Ich dachte, dass hier unsere Falle hätte mal funktioniert und jetzt was gefangen, aber. Nee, leider nicht. Also, ich denke, zur Nacht war ich vielleicht dann wieder da sein. Zu essen habe ich mir gesichert. Die Nacht trinken ist auch noch voll. Ein Wildschwein? Ach du Scheiße. Komm her. Wild, du geile Sau. Die stirbt doch gar nicht beim ersten Mal. Scheiße. Das stirbt einfach nicht. Stirb.
Alter. Oh, Leder habe ich jetzt geholt. Wildschweinleder. Und jetzt kommt noch Essen. Oh, jetzt kommt aber richtig Essen her. Zweimal Fleisch gesammelt. Ich wundere mich, dass die Wildschweine so eine Angst vor mir haben, weil normalerweise dachte ich immer, die Wildschweine greifen die Leute an. Nein. Ich bin runtergesprungen. Das ist ja jetzt nicht allzu weit weg, das hole ich mir noch, das Zeug. Ich sehe sie, das ist alles voll. Die Koffer scheinen sich auch wieder zu befüllen, irgendwann. Stoff, meinst du, hä? So, das reicht. Ich mache mich auf den Weg. Gegner. Warte, in dem Flugzeug ist so gleich mein Essen mal wieder voll und mein Trinken. Aber nicht meine Stamina. Was ist die Tüte? Koffer. Ja. Glück, muss ich gar nicht mal allzu weit rennen. Da ich Gott sei Dank nicht allzu weit weg war. Ich hab dank den Koffern hier schon wieder ordentlich Essen und Trinken gesammelt. Also.
Ja, so irgendwie ich runtergesprungen. Meine feierliche Ankunft wird erfolgen. Wie Bäumstämme hast du denn gesammelt in die 2 Tage, an denen ich jetzt weg war? Was schreit ihr? Bin ich. Ich dachte mir, schrei mal. Nee, Spaß. Was wir sagen, Gefühle. Wieso? Wir sind mitten im Feld und flattern das Licht. Ah. Mit dem Shit, das war dunkel, das mag ich auch gerade. Auf einmal die Viecher nehmen ja alle kommen hier. Ach du Kacke. Was denn? Es ist dunkel. Rat mal, wo ich bin. Nee, mitten im Wasser.
Ich bin gerade etwas ruhig, ich bin ein ganz klein wenig angespannt. Das mache ich auch immer in meiner Freizeit. Ich renne gerne am Bögen solchenfalls. Ich hätte mir jetzt mal was zu trinken genommen, damit ich ein bisschen schneller rennen kann. Rennwäsche. Aber ich gehe bestimmt nicht so kurz vorm Schluss auf. Ich sehe nämlich hier einen Baum. Du hast eine Hasenfalle gebaut. Hasen! Oh, du hast da schon ein bisschen unsere Mauer gebaut. So. Baba ist wieder da. Hallo. Das Essen ist es für dich? Was hast du hier zu installieren eigentlich? Richtig. Cool, hä? Die leuchtet schön. Ich hab die schon zu Ende gebaut. Ich hatte noch einen Schädel einstecken. Ich habe auch noch bitte was zu essen einstecken. Eigentlich hier. Wirft es, also. Da über die Mauer drüber? Ich denke, warum nicht? Wie viele Seile hast denn du noch? Ich auch. Da könnte man uns nämlich mal so einen Floß bauen. Mal ein bisschen rumschippern. Eigentlich erst mit dem Mauer.
Ja, da kannst du nämlich selbst zielen mit. Hast du schon mal probiert, das Katapult, oder noch nicht? Kannst du dich hinten reinsetzen, dann siehst du, wo es ankommt. Haben wir ja Blaubeersträucher? Darf man davon was essen? Was hättet ihr eigentlich her? So, wir streamen jetzt noch 15 Minuten. Da brauche ich erstmal eine kurze Pause. Die allgemeine Pinkelpause. Komm mal. Geht los. Hast du? Ja. Ging das jetzt oder nicht? Nein. Jetzt. Oder? Bitte. Ups. Da habe ich wohl die Falle ausgelöst. Naja, die steht doch da, scheiße. Ich hatte eigentlich gehofft, dass irgendwelche Zombies reinlaufen und dass wir die da hochziehen können. So. Was der? Noch mal was zu trinken. Haben wir noch was hier? Wenn ich das mache, kann ich ja die Kamera aber nicht abschalten, oder? So.
Und wir streamen jetzt exakt 2 Stunden. Was machst du eigentlich so feines Gerödder? Stöckelsammeln. Ich komme mit meinem Auto. Mit meinem Baumstammauto. Wenn sie die Keule haben, das ist eine Waffe, ist das noch immer. Was? Wie tot bist du denn? Ist das dann in der Hausenfalle von oben auch eine Häschenparty? Ach, die schnappt dann praktisch zu, wenn da Holz drin ist. Ah, das ist schlau gemacht. Hast du noch mehr als nur diese eine Falle? Also du kannst doch gleich einfach noch eine bauen, ja. Finde ich. Fellager, Knochenkorb, freies, wo sind die drin? Möbel, Dekorationen. Stockrahmen, Funkelhäuschen, kleine Fallen. Fortgeschrittene Fallen. Latthaufenfalle. Was ist denn das? Keine Thank you.
Hast du noch eine gebaut? Also wenn in der Falle wirklich ein Haus drin ist, dann gibt es eine Häschenparty. Weißt du, ich bin böse, hab. Ich hol. Das ist scheiße. Hä? Das ist scheiße. Hörst du mich wieder? Vor allen anderen Leuten. Vor zwei anderen Leuten. Oh, ich darf das. Ich bin der Streamer. Ich darf scheiße lassen. Stecken dir die Güsten eigentlich, ja, die Doden. Oh schön, dann nehme ich mal gleich mal einen mit. Und verfeuer den. Bist du genervt? Ich will mal erstmal einen verbesserten Speer bauen. Alexa, Licht an. Okay. Indem du Knochen hast. Da draußen nicht mal irgendwo ein Feuer. Setz mich jetzt ins Katapult und spiel Katapult. Siehst du die Stehfliegen? Verbesserter Speer. Dreimal Knochen, zweimal Tuch. Mit Alkohol und. Herr Krischbaut, der eigentlich die Federn. Das war wirklich auch schon gut. Ach, ich hab eine. Was? Ja, ich hab keine Federn.
So, machen wir dann erstmal kurz Pause. Soll ich dich mal heilen mit dem Speer hier? Weißt du, was er so Feines dran hat? Knochenverbesserung, Schaden und auch nochmal Feuerbonus. Da habe ich meine Knochen geopfert. Hatten wir nicht mal zwei Wagen? Mal erstmal kurz speichern. Davon muss man aber hoch zum Haus gehen. Nimmst du den mit oder was? So, für alle Zuschauer. Hast du jetzt mehrere drauf? Ist dann jetzt erstmal kurz 15 Minuten Pause. Es geht dann 8:45 weiter. Und so lange werde ich den Stream laufen lassen, aber auf Schwarzbild. Alle, die interessiert sind, ab 20:15 Uhr. Zerbrennt einen. Oh, herrlich. Wo? Bei dir oben. Oh, ich sehe ihn. Komm her. Du Wonne der Natur, komm her. Da hat sie gesehen, was ich da für eine Waffe in der Hand habe. Da hat er da Angst gekriegt. Du hast eine verfolgt. Ich wollte eigentlich noch eine Karte geben. Ist da noch unten? Ja. Ich komme runter. Okay, dann verschieben wir die Pause ein paar Minuten. Jetzt sind schon mal zwei. Oh oh. Da hinten rennt auch noch mal drei rum. Oh oh. Ja. Ich glaube, ich sterbe gleich. Nicht genau jetzt. Man darf mich gern wiederbeleben. Aber kill erstmal die Gegner, ne? Ja, drei. Inzwischen bin ich auch tot. Wirklich? Ja. Feuer? Ja, das ist vorbei. Tot? Ja. Okay, dann würde ich sagen, unterbrechen wir den Stream hier erstmal, ne? Geh auf töten. Gut, und wir sehen uns 20:20 Uhr. Bis gleich. Das ist aufwendig, weißt du das? Was? So was zu streamen. Ich muss nämlich im Gegensatz zu dir auch noch den Bildschirm im Auge behalten und den dort drüben machen. Trotzdem kannst du mal ein wenig mal scheiße machen. Nee, das gehört mir dazu zum Streamen. Hauptsache, es guckt jemand an. Nee. Was hast du denn hier entdeckt? Mein
hätte sie mal zuguckt. Ich habe halt die Rocke wieder geschmissen. Oh Mann. Da ist bestimmt bei den Kabel mit reingefallen. Da finde ich den ja nie wieder. Bei meinen Kabel. Oh ne, das ist hoffnungslos. Da kriegst du, wenn ich selber nicht Bescheid wusste, dass so richtig los ist, was da so drin ist. So, jetzt kann man erstmal eine schöne Sache kopieren. Das sieht nicht voll schrecklich aus. Ja. Kann man ja auch eine Pause machen. Nee, das ist das Problem. Deswegen sollst du eigentlich zum Haus hoch und dann speichern. Dann kann man nämlich Pause treffen. Ja, und inzwischen sterben wir auch wieder und Schwestern. Ist das so schlimm? Doch nicht. Nein, ist das ein Mikro aus. Ich wollte eine Versorgung von die Kamera machen. Warum sieht das dann nicht so gut? Was ich also mache. Dann kannst du mal die Abonnenten sind zwei große Brüste. Und die gibt es aber erst ab 22 Uhr bei Pornhub, falls es nicht. Na dann ist die für euch exklusiv. Nee, da ist Tabelle, ihr war weg, ich weiß es nicht. Da ist er wohl, der bei Rico nicht genug auf den Sack gegangen. Was steht hier morgen bei der blauen Sport? Nö. Kein Sportzeug, ne? Nee. Man hast du das letzte Mal vergessen? Ja, ich wollte auch immer mal was trinken. Wir können ja 20.30 Uhr treffen. Und? Also noch ein bisschen länger Pause. Und? Weil dann machen wir noch bis 3.10 Uhr. Wollte ich sagen, liebe Kamera. Also ein Hardcore-Zuschauer haben wir, da ist seit Anfang an dabei und ist auch immer noch drin. Da war bestimmt was mit der Seite auszumachen. Nee, da schreibt er dauernd. Weißt du? Ich hab mich so ein paar Sachen gebracht hier im Chat. Du bescheuert bist. Nee. Welche Hosengröße meine Freundin hat? Was? Nee, keine Ahnung. Was hat er jetzt was zu trinken? Ich dachte, du hättest vorhin mal noch was anderes gehabt. Ich dachte eigentlich auch. Was ist denn das hier? Zigaretten? Die habe ich mitgebracht, die waren zu gekriegt, die kommen 2,45 €. Warum hast du denn solche Klicker mitgenommen? Das sind Klicker. Hä? Wo das denn? Ist Camel zum Drücken. Wo ist jetzt dein Dings hin? Ich, oder? Ja. Das war ich mich auch gerollt. Die ist gerade rumgefallen, deswegen. Wohin? Na, das weiß ich ja nicht, die ist hier rumgefallen, jetzt ist sie weg. Ich weiß nicht, wo die hingerollt ist. Die ist aber nicht manchmal hier runtergerollt, oder? Nein, die ist vorher runtergerollt. Hä? Arschen. Welche geht's denn eigentlich gerade? Geht's um die Dings? Kann man mal weghalten. Wir fragt einmal, wo es für die Zwischachteln gibt, habe ich wenig überzeugt als für eine in der Shisha. Wo ist denn die bitte hin? Bei meinem Licht. Das kann doch nicht sein. Klasse. Hast du? Nee, mein Schwiegervater ist abgefallen. Ich weiß es nicht. Du hast es aber noch nicht gesehen. Ja, wo soll es denn hin sein? Kannst du auch im Schrank rollen? Unter welchen der? Und den von dir, ja.
Nein, deine Räder. Das darf ich nicht. Was hast du überhaupt für einen Geschmack? Ich habe Vanille und Medulle. Hm. Was will? Nicht. Magst du Medulle nicht? Ich höre es nicht, Trommer. Ey, das kann man nicht. Was ist denn so klein? Ist das Ding gar nicht? Du bist doch auch ganz sicher, dass es nicht klick war, die Rohre gefreut hast. Ja, ich hab schon gesehen. Ich muss eigentlich deine. Keine Ahnung. Was sag ich denn? Ich dreh doch um. Ah ja, da liegt sie. Du willst mir jetzt mal unbedingt mehr Medaille rauchen. Nee, wollte ich nicht, aber es kann ja nicht sein, dass sie weg ist. Du hast die Bilder an, oder was? Nee, ich weiß bloß nicht, was draufsteht, aber ich kann es ja inhalt lesen. Scheiße. Also, zweifel langsam hier. Was? Die Corona-Geräte ist also zu offensichtlich. Aber ich hab's doch gesehen, ich bin noch nicht bescheuert. Was ist meine Kamera schon reingefunden? War die offen? Eigentlich nicht, aber. Ich guck's gar nicht, ob ich die Rollen nehme. Was ist das los? Nee, das bestimmt nicht. Wie jetzt meine Kippe wieder. Die war zu, die ganze Zeit nicht mehr sein. Das ist Zimmerfach hier. Ich sehe es auch. Unter meinen Druck war doch alt. Nee, da drin nicht so. Seriously? Ey, mach langsam. Das ist doch ein Grenzplan. Das ist doch mal mit teuer. Jetzt kannst du noch wieder dein Dings rauchen, dein Vanilla und ich rauche mein Methyl. Ja, guck mal, die leuchtet blau. Da kommt der Blick. Wisst ihr, jetzt habe ich 4 Zuschauer. Jetzt aber gar nicht mehr machst, ja.
So, und da sind wir wieder. Mittlerweile sind wir ja nun schon so viert mit beiden Schulkameraden. Ich höre nicht. So, mal sehen, wenn es das mit 30 Sekunden Latenz ja mal überspielt ins Internet. An der Kopf, obwohl es eigentlich traurig. So. Oh, ich bin kurz vor dem Hunger tot, aber es gibt ja Schlimmeres im Leben. Scheiße, das könnte enge werden. Nein, die gibt's nicht. Nee, ich mache mich auch nicht frei, kannst du vergessen. Ich bin nicht so eine Art von Streamer, den du dir gerade vorstellst. Was? Wenn die Leute sehen, dass sie sich oben rum frei machen, dann müsst ihr auf andere Seiten gehen, aber YouTube würde da nicht bei helfen. Mein Mikro wieder an, ja gut, würde ich sagen. Oh ey, ich starb hier gleich vor Hunger. Brauch mal was zu fressen. Was ist der? Ich sei doch hier schon wieder irgendwo, ich hause doch. Ich glaube, ich war den Weg bis zum Haus eh nicht schaffen. Scheiße, ich bin gestorben. Ich jetzt einfach gleich wieder instant pissed. Thank you.
dein Ernst? Ich bin schon wieder tot. Ich komm nur gleich rüber. Und dann stopp ich dir das Ei sonst wohin. Da, wo du es nicht haben willst. Klasse, jetzt muss ich drei Leichen aufsammeln. Ist ja ein Dorf. Ein Kanister. Das ist doch bestimmt genau ausgekundschaftet. Gibt es da irgendwas very interesting? Füllt die Kettensäge wieder auf. Ja, ich habe mich bemüht, mit gleich was zu bauen. Das Problem ist, Lips sind doch stark getan. Oder? Bist denn du? Ich bin auf dem Weg. Ich müsste dich enttäuschen, heute gibt's leider keine Hasenparty. Da gibt's bis gleich Geflügelparty, also nicht den Typ da zerfledert. Thank you.
Meine Zuschauer gibt dir gerade den Tipp, dass du mit dem Speer kannst du besser im Wald fischen als mit der Axt da. Ich weiß, das habe ich doch gemacht. Ein Braum oder Fernsehen, Junge. Der wartet schon auf dich. Hast du einen Stock? Oh nee. Könntest du mir mal helfen? Ja, ich dachte auch gerade. Wie weit weg bist du denn? Ich bin unten am Strand. Also nicht weit weg. Problem ist, die Viecher rennen hier bei mir auf. Ich habe keine Stamina. Ich hol mir welche von so einem Energietränk. Schuldig. Das war jetzt aber böse, hä? Also das kannst du doch nicht schreiben. Was? Ach du Scheiße. Was denn? Wer in der Küche steht, wenn du das drehst. Ich bin hier wieder zu Hause. Hä? Warte ab. Wie lange überlebst du noch? Würde mir nämlich gerne erstmal ein Feuer machen. Brauchst du Medizin? Und bist jetzt zufrieden mit mir? Ja. Ich hab dich vor 3 Gegnern bewahrt. Ich hatte einen Stock. Ein Stock? Ja. Du hast dir nur einen Stock dabei gehabt. Hast du deine Leiche schon wieder gefunden? Nein, nicht. Heute Abend gibt's dann sexy Gliedmaßen. Ich brauch's hier festgelegt. Und noch Hühnchen. Noch irgendjemand, der hier mitspielen möchte bei mir? Also hier noch Stoff. Wer will mich hier noch aufmischen? Du hast mit Level 2 gesucht. Nee, ich bin mit dem Wasserfälle. Oh nee. Was der? Ja, jetzt soll ich noch abnehmen. Eigentlich ist das ein Halbschuss. Ich
keinen Titten zeigen, aber nackte Menschen mit einer Axt zu hacken. Ich bitte wieder verheben. 6,50. Ich wüsste. Wurde ich gerade gesehen im Streambild. Scheiße, die Einheimischen sind tatsächlich schlau genug, um außen rum zu gehen. Bist denn du? Wie lange dauert es denn bei dir noch? Wo warst du? Hä? Formzahlen, aha, ich sehe dich. 6,50 bitte. Ich habe sogar noch Kleegeld in meinem Rucksack. Halte dein schmutziges Geld, aber weißt du, welchen Doden du es abgenommen hast? Fällt gerade auf, ich bräuchte mal ein bisschen was zu essen. Ich habe gehört, ich habe vorhin so ein paar Arme und Beine gesammelt. Was sind du da eigentlich so richtig, Kräuter? Ach, der äußere Balken scheint wohl Rüstung zu sein. Springt dir auch kleiner Ersatzwagen. Mit weil jetzt kaufe ich dich damit hoch. Was? Weil es dann tot findet. Ich so, hat die mir meine Flasche schon wieder geklaut, ja. Das ist doch nicht zu erfassen.
Soll ich das Holz gleich anbauen? Soll ich mal mit runter können? Ja. Sind auch euch ein bisschen der Hosenfalle aufgestellt? Hast du richtig gehört? Gib dann lecker, lecker Essen. Wisst ihr das? Hä, wieso hast du das Ding hier reingebracht? Weil es ein Wasserkocher, damit man auch im Sonnenbad trinken kann. Aber wieso soll ich das Ding wieder auffüllen? Das geht bestimmt, dass du. Ich hoffe, wie ich denke. Das ist so ein Spaß. Bist du mal gegossen, ja? Nee. Aber dreh ich eine Kamera vorher rüber aufs Bett. Boah, ich krieg langsam Kopfschmerzen. Einfach so. Wenn ich mal wahrscheinlich viel zu lange zocken. Also das trinke ich fast 3 Stunden. Ja. Ups. An was erinnert dich das? Ach, das wirst du nicht sehen, oder? Weiß ich noch mit meiner Axt. Mit meinem Speer. Wie viel Leben hast du eigentlich noch? Voll. Eigentlich mal aus, dass die viel Schulden nach Sperr macht. Nein. Können wir erstmal speichern, komm mal ran, ja. Und schlafen. Könnten wir auch mal. Sleeping.
Was hat, wenn ich auch nein horchen die Falle? Warum ist da einfach ein Totenkopf drüber? Zombie-Armee kommt ja, dann setze ich schon unten drauf und dann klatscht's. Was ist der? Nee. Hast du mich beobachtet dabei oder was? Ja. Er rennt schon wieder mal Essen rum. Geht doch. Und ist schon Hasenparty. Strafhörner abspielen, das ist GEMA-geschütztes Lied. Auch wenn da wirklich mein Hause drin liegt, dann unterbreche ich den Dreh kurz. Dann mache ich das Lied ein. Das ist ein Nachhinein. Ich weiß mal, wie viele Jahre das alt ist. Bist du das? Ja, klar bin ich das. Was? Das ist leicht. 6 Jahre her ist das, glaube ich. Ist der? Nicht. Nehmt ihr auch, steht für immer. Ich hab's gemerkt. Aber danke für den Hinweis. Das war jetzt gerade eben knapp, weißt du das? Was? Jetzt hättest du fast den Speer an den Rücken gekriegt. Meiner. Meins. Hat er ja noch vom Video ausgetragen. Traue ich das so einfach. Nein! Nicht herunter. Oh, das war bald knapp. Jetzt hätte ich aufwendig geguckt und bin aber auch fast darunter gestürzt.
jetzt mal bitte was Sinnvolles machen. Ich begutachte gerade den Livestream. Wo bist denn du? Hier. Ich werde bestimmt meine Axt auspacken. Und auf Bäume damit einschlagen. Wie viele Bäume brauchen wir denn überhaupt noch? Was war schon wieder am Deich dran, ne? Mhm. Und hast du was entdeckt? Kann man ja wirklich drei rohe Fische auf einmal fangen. Ist ja cool. Du kannst nicht mehr tragen, Fisch. Auf den Baum ein. Ich schaff das. Mir fällt kurz so auf, mein Essensbecken bildet sich schon wieder rot auf. Soll ich mal den rohen Fisch essen? Was wird denn da mit mir? Laufen die Wochen voll. Hoch auf dem gelben Wagen. Scheiße, die beobachtet mich ja. Aber Hunger. Oh, wir wollten doch einen Live-Beweis, dass du zwei Baumstämme tragen kannst. Im echten Leben. Und du lässt ja. Vor allem die Geschwindigkeit, die du mit den Baumstämmen kriegst.
Gut, ich glaube, ich könnte Aki einen Wagen voller Holz schieben, aber für eine lange Geschwindigkeit. Was ist der? Na, mit dem Wagen unterwegs. Ey, ich seh da was, da ist eine Nacksche. Ich krieg das Holz nicht los, Scheiße. Komm her, du geile Alter. Das darf ich gar nicht zeigen. Ich darf die nicht töten, es tut mir leid. Ich die nicht zeig, krieg ich nicht fallen. Ach, ich bin mit dem Stammersperr unterwegs, die Wunder, dass das nicht klappt. Wie viel Zeit habe ich denn noch? Ach, da wartet doch noch jemand bei dir, oder? Ja. Nein! Nein! Oh nein! Das war's wahrscheinlich aber, das müssen wir nicht lösen. Belebst du mich eigentlich wieder oder nicht? Ich bin doch tot. Kannst du da zurücklaufen? Ich habe jetzt neu angefangen. Hast du es gut gesehen? Ich bin aus dem Flugzeug mit einer derart Höhe abgesprungen, dass ich mich gleich wieder fast tot bin. Na, Rekord ist das. Ich hätte ja gar nicht gerne mal euch so ein Stück oder ein Stehen, mit dem ich ein Stück hauen kann. Herrlich. So, stehe. Ich hab alles
Was brauchst du für eine Axt? Seil. Also du brauchst Stoff. Stock. Und ja. Stoff, Stock und Blein. Alles mit S. So, wie lange streamen wir jetzt noch? Ich wollte nämlich mit Dotter noch schnell Bilder durchgucken. Heute vielleicht wirklich befestigt davon. Machen wir das Foto. Also, an alle, die noch zuschauen, da ist jetzt 10 Minuten bis Feierabend. Bist du? Da hinten. Ich spiele wieder am Haus. So, morgen kommt der Stream. Um 18 Uhr. Als meine Mitspielerin damit einverstanden sein sollte. Ich habe jemanden gefunden. Hast du gehört?
Hä? Wie jetzt? Wo? Hä, wo bist du? Ich bin hier. Hä, war der tot, oder? Hä? Oder war der tot? Wo hast du die gefunden? Mitten im Wald, die waren aufgespießt. Na, habe ich gerade fertig gemacht. So, wie viel Kohle mal 33 Baumstämme. Was der? Fühlst du dich gemobbt? Ja. Weil du in die Falle reingerannt bist. Ich bin ja noch reingerannt, das war zu. Mimi. Ich höre immer noch Mimi. Dumm oder so, ich bin fast tot. Hä? Hä? Ah, lass stecken. Ich bin hier draußen mit ein paar wichtiges Zeug. Ich glaube, da kann man Gegner dran aufhängen. Ja. Schreckt die nämlich ab. Danke. Ja. Dass die komische Falle da macht. Keinen Sinn macht. Welche? Wenn du den Zauber kannst, dann möglichst keine Gegner mehr rein. Okay, reißen wir sie weg. Ich nicht, ich brauch's nicht. Alexa, Licht an. Okay. Ich sehe mich sonst nicht mehr. Was?
Ich möchte den Abschluss gerne in Beleuchtung machen. Ja, wenn du herkommst, dann muss ich das schwarze Bild ausschalten. Tja, da muss ich einfach gegen das rechnen. Das kann ich dir als Schädel bauen. Handgemachte Keule aus einem Stab und einem Schädel. Ich hab auch so eine Keule. Ich hab was ganz Tolles, ich hab Fisch. So. Wir speichern jetzt, ja? Hast du? Ja. Legen und schlafen. Obwohl, das hat keinen Sinn. Das Schlafen machen wir dann gleich. So, ich verabschiede mich jetzt von allen, die noch zuschauen. Und wir sehen uns morgen. Voraussichtlich um 18 Uhr. Ich mühe mich, vielleicht wird es uns freundlicher, aber ich denke, später wird es nicht. Macht's gut.